Hallo ihr Lieben, ich bin Marina Rendl, Philosophin und ihr seid bei Weekend Vibes des Hegel Museums Stuttgart. Es geht los mit meinen philosophischen Buchtipps für dieses Wochenende. Das erste Buch, das ich euch vorstelle, ist aus meiner Sicht ein philosophisches Must-Have. Ich meine das bekannteste Werk des französischen Philosophen, Existenzialisten Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. In diesem Buch geht es um fundamentale philosophische Inhalte, wie den Sinn des menschlichen Seins, das Problem des Bewusstseins, die Handlung, die Verantwortung, die Pflicht und die Freiheit. Ich möchte aber heute auf ein besonders spannendes Thema bei Sartre, nämlich auf das Ich und den anderen, auf den Bezug zum eigenen Körper eingehen. Ein Beispiel. Warum fühle ich mich manchmal schüchtern und nervös, wenn ich eine Rede vor anderen halten muss? Sartre bietet uns Leser eine interessante und spannende Antwort an. Die Schüchternheit, die ich empfinde, ist eine spezielle Reaktion auf die Objektivität meines Körpers, wenn der andere ihn entdeckt. Ich kann aber nicht darauf verzichten, dass der andere mich als Objekt beobachtet und meine Handlungen bzw. meine Rede bewertet, während ich für mich selbst immer ein Subjekt und kein Objekt bleibe. Sartre bezeichnet die Schüchternheit als Erfahrung meiner eigenen Entfremdung. Mein Körper in der sogenannten dritten ontologischen Dimension als äußerliches Ding, als Objekt, entgeht mir. Die Schüchternheit erweist sich als eine Art der Angst, vom anderen als Objekt, als fremder Körper, als Ding, beurteilt und als Subjekt missachtet zu werden. Möchtet ihr mehr über das Ich und den anderen erfahren? Liest ihr Das Sein und das Nichts. Gerne könnt ihr mal in Stuttgart das Hegel-Museum besuchen und dieses spannende Buch durchblättern. Wir sehen uns nächste Woche. Bis bald!